Einen wunderschönen guten Morgen aus diesem wunderschönen Mahmudla. Es ist der 14. Oktober. Wir haben sagenhafte morgens 22 Grad. Ich sitze auf dem Balkon mit T-Shirt, kurze Hose. Ja, wir sind ausgewandert. Vor über drei Jahren. Stellt euch das mal vor. Ich habe ja immer wieder gehört, dass sie gesagt haben, ja, Katja, bezahlst du deine Steuern nicht? Ja, Katja, so und so. Erstmal bin ich abgemeldet, aber dieses Abgemeldet hat gar nicht viel zu sagen. Wie viel von euch kennen eigentlich diese 183-Tage-Regel? 183 Tage? Ich dachte, es gibt nur sowas wie einen Schengen-Rechner mit 90 Tagen, wenn man hier zur Türkei reist. Nein, wenn ihr ausgewandert seid oder drüber nachdenkt, auszuwandern, dann denkt bitte auch an diese 183-Tage-Regel. Das sind nämlich 6 Monate. Wenn ihr jetzt zum Beispiel abgemeldet seid in Deutschland, alles, also alles, auch Vereine, Kirche, bla bla bla, alles. Und ihr hält euch insgesamt, jetzt haltet euch fest, weil zuerst hat man mir erzählt, das ist, wenn man das an einem Stück macht. Da sage ich, wer ist denn schon so doof und reist für 6 Monate, wenn er ausgewandert ist, nach Deutschland für 6 Monate? Nein, Leute, es ist wirklich übers ganze Jahr verteilt. Wenn und so 183 Tage kommen wirklich schnell bei manchen Leuten, nicht bei allen, aber bei manchen Leuten schnell zusammen. Zum Beispiel Familienbesuch, dann Geburt des Kindes, Hochzeit, Silberhochzeit von Verwandten oder Eltern besuchen, Krankheiten, Arztbesuche, einfach mal Urlaub machen. Okay, eigentlich, wenn man in der Türkei wohnt, möchte man, denke ich, keinen Urlaub im kalten Deutschland machen, Wetterwechsel in Deutschland. Aber jeder seins. Vielleicht gibt es ja doch Leute, die gerne an die Nordsee, Ostsee, Skifahren oder, ja, weiß ich nicht. Wie soll ich das noch erklären? Also ich mache es nicht. Wir waren noch nicht einmal in Deutschland. Bin aber jetzt, weil ich habe mich darüber schlau gemacht, weil mich ja viele irgendwie beschuldigt haben, bla bla bla. Nein, diese 183-Tage-Regel, ja, gilt übers ganze Jahr verteilt. Bitte achtet darauf. Es ist nicht an einem Stück, wie manche erzählen. Genauso wie manche erzählen, es gibt ja so viel Humbug. Na, ihr müsst euch da wirklich selber auch schlau machen, so wie ich mich jetzt schlau gemacht habe. Ich muss es leider nochmal erwähnen, viele hoffen jetzt, dass Sperrgebiete offen werden, frei werden. Ihr müsst trotzdem noch diese $200.000 im Tapu stehen haben. Macht ja nicht so einen Unterschied. Liegt es wirklich nur an den Sperrgebieten? Weil es ist ja nur, jetzt hier Alanya, ist ja nur Kagecak, Mahmudla, Kestel und Asala. Es gibt noch Tosmoor, Oba und wer weiß was für, hier Dermitage, Gazi Pascha. Es gibt so viele andere Orte, wenn es jetzt wirklich nur ans Sperrgebiet liegen würde. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Lasst euch auch bitte nicht veräppeln. Es gibt hier eine Seite, wo die ganzen Gesetze drin stehen. Makler weisen immer wieder darauf hin oder wollen jetzt darauf hinweisen. Sperrgebiete sind bald offen. Kauft jetzt die Wohnungen, bevor sie teurer werden. Leute, bitte macht euch schlau. Sucht euch, falls ihr in Deutschland seid und ihr kein Türkisch könnt, ja, sucht euch wirklich jemand, der die Sprache behält. Geht auf Resmi Gazete, glaube ich, heißt diese Internetseite, wo die ganzen neuen Gesetze stehen. Und erst wenn da steht, dass das Sperrgebiet oder die Sperrgebiete geöffnet sind und sich was an diesen $200.000 getan hat, erst dann. Nicht vielleicht, ob, weiß man nicht. Und dann kauft ihr, ja, und steht trotzdem da. Oder ihr wisst nicht, wegen diesen $200.000, die müssen trotzdem noch erfüllt werden. Also bitte denkt daran, ja, natürlich möchte ich, Bekir ist auch Makler, natürlich möchte ich, dass ihr jetzt alle
Wohnungen kauft. Ey, Leute, kommt alle her, alles wunderbar, alles klasse, alles heidi-deidi, rosa-rote Brille. Nein, unsere Devise ist es immer noch, ehrlich mit euch zu sein, euch immer auf den Laufenden zu halten. Und wenn es nun mal so ist, ist es so. Und wenn eine Wohnung, ich sage jetzt mal, wie geschätzt, damit ihr es auch versteht, ja, auf 100.000 oder 120.000 könnt ihr nicht auf einmal im Tapu 200.000 reinschreiben. Dann müssen wir bzw. ihr nämlich Strafe bezahlen. Und passt bitte auf, dass es richtige Makler sind. Weil das ist nämlich Gesetz, dass nur richtige Makler, Makler, ja, Wohnungen verkaufen dürfen. Lasst euch diesen Ausweis zeigen. Jetzt kommt wieder, Katja, Ausweise können gefälscht werden. Ja, stimmt, Ausweise können gefälscht werden. Aber wisst ihr, was nicht gefälscht werden kann? Im E-Devlet. Denn die tragen das im E-Devlet ein. Dass ihr den Maklerschein habt, dass ihr den Maklerschein bestanden habt und dort steht auch die Stufe vom Maklerschein drin. Ja, es gibt nämlich verschiedene Stufen. Die einen dürfen nur Wohnungen zeigen, die anderen dürfen Wohnungen vermitteln. Die anderen dürfen zwar verkaufen, aber nicht die Papiere unterschreiben. Die anderen dürfen Maklerbüros machen und Papiere unterschreiben und, und. Also es ist doch schon vieles zu beachten. Wenn ihr Fragen habt, Beke hat ja auch YouTube. Viele haben auch schon Bekes Nummer. Ihr könnt Beke anfragen. Er gibt euch kostenlose Beratung, worauf ihr achten solltet. Weil Türkei ist riesig. Man kann nicht nur hier in Alanya eine Wohnung kaufen. Was ist, wenn man in Mersin eine Wohnung kaufen möchte? Was ist, wenn man in Istanbul eine Wohnung kaufen möchte? Oder oben am Schwarzen Meer oder mitten im Land eine Wohnung kaufen möchte? Ja, oder eine Villa oder ein Grundstück. Deswegen, ihr könnt Bekir jederzeit kontaktieren, eine WhatsApp schreiben. Er wird euch dann eine Antwort geben, falls ihr nicht hier in Alanya kaufen wollt, auf was man achten sollte. Zum Beispiel, ich erkläre es auch immer wieder in meinen TikTok-Lives, auf was man achten sollte. Es gibt nicht nur dieses Bau, es kann. Viele lassen sich veräppeln wegen Bau, es kann. Hier, ist da. Liebe Leute, nicht nur das Bau, es kann, ist wichtig, sondern auch das Wohnen, es kann. Wenn manche da Schmuh machen und beim Bau, ja, nicht futsch unbedingt, aber was geändert haben, ja, dann bekommen die kein Wohn-Iskan. Und ohne Wohn-Iskan gibt es auch kein IKAMET, keine Aufenthaltsgenehmigung. Das sind so viele Faktoren. Und dann ist wieder die ganze Türkei dran schuld. Obwohl ihr, weil ihr ja kaufen wollt, oder euer Makler, wenn er qualifiziert ist, müsste sich eigentlich mit den ganzen Gesetzen auskennen. Der beratet euch dann auch richtig. Ich drücke euch feste die Daumen. Denkt bitte an die 183-Tage-Regel. Auch ans Iskan. Lasst euch nicht irgendwie überreden, ja, ihr könnt da kaufen, meldet euch dann da an oder die melden euch da an. Leute, es kommt alles ans Licht und dann seid ihr selber schuld, sonst kein anderer. Euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis denn, eure Katja. Ciao, ciao.